sollen sich mal nicht so anstellen. Die kriegen ja immer ein bisschen Heu und so, ne? Da können sie dran rumnagen mit ihren Rüsseln, ne? Ha. Machen sie aber nicht, ne? Weil die haben ja keine Zähne im Rüssel, ne? Nur im Mund. Und da stecken die sich dann das Heu halt rein, ne? Also bevor da irgendwelche Missverständnisse entstehen jetzt. Okay, was haben wir denn hier so für schöne Zäune? Machen wir doch mal erstmal hier vorne einen Zaun hin, damit die Leutchen hier auch nicht runterfallen, ne? So. Hier muss ich ja eigentlich nochmal aufstocken. So. Und hier oben, die sind dann halt so ein bisschen niedriger, sage ich einfach mal. Da mache ich dann quasi hier so rein. So. Ah! So, da kommen dann die Hundezwinger rein. Okay, wie machen wir das denn? Mache ich das wirklich nur aus... Ich mache das, glaube ich, nur aus Gatter und baue das dann aber so... Ich mache jetzt erstmal hier noch ein kleines Vordach dran und das hier ein bisschen höher. Ich weiß noch nicht so ganz, wie ich das mit den Gattern da drin machen soll. Ob ich da irgendwie... Ja, nee, ich mache schon Zäune. Ich mache einfach Zäune hin, die man zwar dann in der Praxis nicht wirklich öffnen kann, aber so ist das nun mal. Naja, wenn man ein Hund ist, da hat man nichts zu lachen. So, hier ziehen wir mal noch den Stamm hoch. Zack, 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 zack. Dann kann ich das hier rüberziehen und dann gehen wir doch einfach mal von hier rüber. Setzen die noch hoch. Na, und eigentlich hier drin die brauche ich ja gar nicht. Ich kann ja hier so machen. Dann ist er direkt zu hier. Schöner Abschluss. Obwohl, hier muss schon einer hin. Das sieht sonst kacke aus. Der muss natürlich ganz nach oben. Gut, als nächstes hier ein komplettes Dach drüber ziehen nochmal. So. Naja, warum hat er den jetzt da dran gesetzt? Hat? Man weiß es nicht, ne? Das muss man noch nicht verstehen. Das ist Quatsch jetzt. So. Hier setzen wir mal noch die ganze Kante dran, genauso wie hier. So. Okay, zack. Da haben wir hier doch schon mal auch ein schöner Hundezwinger, aber dieser Balken hier in der Mitte gefällt mir überhaupt nicht, muss ich echt mal sagen. Also, das machen wir doch mal so. Gut, so, wie mache ich das jetzt? Ich brauche auf jeden Fall erstmal Bars und da gucken wir doch mal. Bars. Was haben wir denn hier? Ich hatte ja eigentlich die hier permanent, deshalb werde ich damit auch erstmal weitermachen. Ich frage mich, ob die Hunde hier durch können. Ist halt jetzt die große Frage, ne? So, da mache ich aber mal so. Das sieht irgendwie sinnvoller aus. Iron Bars. Ja, da kann man eigentlich drüber. Deshalb werden die Hunde wahrscheinlich da drüber kommen. So, die können noch weg hier. Das lassen wir mal hier in der Decke ein. Das machen wir auch nochmal eben weg, dass die alle gleich aussehen, zumindest schon mal. Und dann brauche ich jetzt noch eine Candle. Ne? So eine Candle. Zieh hier so ein paar. Da haben wir welche schon mal. Die hänge ich doch mal hier hin und hier hin und hier hin. Da hat man hier oben doch schon mal ein wunderbares Licht. Ne? So wunderschön. Okay, Dog. Gibt's hier Hunde? Okay, Dog kann ich schon mal nicht spawnen. Also habe ich wilde Wölfe, ne? Wolf. Spawn Werewolf, Werewolf, Wolf. So, spawnen wir einfach mal hier rein. Und gucken mal, ob die hier rauskommen. Ne, weil so ein paar Hunde können ja auch ruhig hier rumlaufen. So, da machen wir erstmal zu. Aber bisher halten sie sich ja ganz gut, ne? Aber ist egal. Ich mache das jetzt einfach zu hier. Hier sind dann halt die Hunde drin. Aber die brauchen ja eigentlich jeder auch noch eine Tränke und so, ne? Da schauen wir doch mal, weil es hier an wunderbaren Yard-Items gibt. Where is my yard? Wo haben wir denn hier was? Haben wir hier nicht irgendwas? So eine kleine... Oh, guck mal, Doghouse Small. Hier, da kann er ja mal versuchen reinzukommen. Ist auch lächerlich. Was haben wir denn mal, was als Trinkschale dienen könnte? Vielleicht das Ding hier, ne? Ist zwar dann der halbe Raum von belegt, aber macht ja nichts. Okay, der ist da rausgekommen. Alles klar, dann muss ich das wohl doch zulassen hier. Jawohl. Tür zu. Kannst du mal bitte wieder... Ey. So. Wer sich hier wehrt, ja, der wird einfach eiskalt an die Pelzindustrie verkauft. Ma, du doofer Hund, ey. Bleib doch da drin, da muss ich dich doch nicht töten. Ja, okay, komm. Du darfst hier draußen rumlaufen. Du bist Gerold der Freiheitsliebende, ne? Du passt hier ein bisschen auf die anderen Hunde auf, dass die hier keine Scheiße machen. Du bist verantwortlich, du Penner.
So, mal. Okay. Hier baue ich natürlich auch noch Hundezwinger rein. Mann. Egal. Sieht man eh nicht. So, das hier zu. Und ich brauche ja eigentlich mal so langsam auch einen Weg hier, ne? Hier kommt ja der dreibreite Weg rüber. Der wird dann hier zu einem zweibreiten Weg erstmal. Muss ja nicht alles immer genau gleich breit sein, ne? So eine große Straße, die braucht man natürlich schon mal heftiger, wenn da Karren und so durchkommen sollen. Okay, das hier alles weggerupft. So, hier drunter ist es noch hohl, gebe ich zu. Ist jetzt eher suboptimal. Aber geht ja jetzt auch erstmal drum, hier schön optisch was zu machen, ne? Und da bin ich ja wohl gerade bei. Okay, ich hatte das übrigens in euren Kommentaren gelesen, dass ich doch mal offscreen Sachen planieren soll und so. Und das habe ich hier gemacht, ne? Also, ich habe das schon mitbekommen, ne? Okay, hier können wir ja dann easygoing gleich den Weg direkt weiterlegen. So, reißen wir erstmal hier eine Schwarte, eine Dingens rein. So, hier will ich schön außen rum. Das sieht immer besser aus, finde ich einfach. So, dass der noch schön mit eingemauert ist, wenn er schon so direkt an der Straße dran steht, ne? Sonst ist halt irgendwie so ein bisschen hässlich, wenn dann dahinter einfach gar nichts ist. Ist zwar komisch, aber empfinde ich so. Okay, da diese Rille haben wir auch noch gefüllt. Boah, das war jetzt Rekordzeit. Voll durchgeheizt, ey. Die mache ich auch noch neu. Weil wenn hier schon der Weg vorbeiführt, dann soll natürlich auch alles so ein bisschen einheitlich sein, ne? Na, so. Dann brauche ich die Iron Bars. Die muss ich auf jeden Fall schon mal machen. Die könnte ich natürlich auch so machen, ne? Dann kommen die da auch nicht raus. Ich glaube, hier unten mache ich das mal so. Da sind die cleveren Hunde drin, die da drin bleiben, wenn man es ihnen sagt. Aber dann wie ein Pfeil hier drüber gesprungen kommen, wenn man sagt, hör mal, hier jetzt ist die Kacke am Dampfen, ne? Okay, die bekommen natürlich alle einen mondänen Holzboden, weil Hunde lieben Holz. Man weiß das ja, die rutschen da drauf so schön aus. Da haben die halt dieses vollkommene Gefühl der Haftungsbefreitheit vom Boden, ne? Und wenn man permanent auf dem Eis steht, da fühlt man sich sicher im Kampf auf jeden Fall. So, die müssen erstmal... Mal, lass mich doch hier durch. Die trainieren damit auch ihre Bänder, indem die auf so rutschigem, immer stets gewachstem Holzboden stehen. Okay, die Zelle muss ich auch noch. Hätte ich mir eigentlich darüber das sparen können gerade. So. Okay, dann wechseln wir doch mal die Säge dagegen. Jetzt die drei setze ich auch schnell hier. Die drei auch. Zack, zack, zack. Und dann holen wir uns doch jetzt mal einen Wolf, ne? So, Wolf. So, und eine Werwolf-Fraktion haben wir auch noch. Die muss ich auch noch bauen. Obwohl, ich wollte ja eigentlich mehr Hunde drin haben, ne? So, machen wir mal unten jeweils zwei und oben jeweils einen, ne? Okay, dann brauche ich jetzt eigentlich nur noch eine Treppe, die darauf führt. Und wie baue ich die denn jetzt mal? Ich glaube, die baue ich so, indem ich das einfach hier weiterführe. So, den stecken wir mal so richtig in den Boden rein, ne? So, noch einen höher. Dann werde ich die jetzt hier so quasi runtermauern, glaube ich, dass man hier unten drunter trotzdem durchgehen kann. Obwohl, ne, die Mauern habe ich ja nirgendwo, ne? Ich habe ja überall das hier als Mauern, also kommt jetzt auch hier das hier als Mauern rein, wenn ich das schon so ein bisschen abmauern muss, ne? Zack. Ne, so nicht. Da baue ich jetzt mal größere Treppen ein. Mal gucken, wie sich das hier so einfügt. Zack. Den versetze ich da mal einfach ein hier mal. Ich bin ja frei, also, ne? Da habe ich ja das Glück, dass ich hier einfach bauen kann, wie ich will. Tschakka, tschakka. So, und oben ist es. Dann kommt jetzt hier eine Plattform rein. Bis hierhin geht das Ganze dann. Und das hier mauern wir doch einfach ab, würde ich sagen, ne? Ja, so mache ich das auch. Oder? Ist das so schön? Irgendwie noch nicht so ganz, ne? Ich finde das jetzt noch nicht so geil. So, kann ich hier vielleicht irgendwie das noch zumachen? So, passt mir eigentlich auch nicht so ganz. Nee, ich mache das so, wie ich es sonst auch gemacht habe. Ich baue jetzt hier hoch und mache jetzt quasi hier dann auch diese Brüstung mit rein. Aber eigentlich ist ja hier oben die ganze Platte aus diesem dicken Holz, ne? Dann setze ich das doch hier auch nochmal fort, dass das hier auch noch so aufliegt. Komm, Hundi, geh mal weg. So, hier vorne zwei hin. Auf welche Höhe komme ich denn dann jetzt hier? Auf diese. Ja, das ist natürlich jetzt unpraktisch, ne? Egal, dann müssen wir es halt so machen. Zack, das ist damit verbunden, aber sieht scheiße aus. Denn das hier muss noch aus Stein werden und genauso das hier.
Und da machen wir auch Stein draus. So, sehe ich überhaupt nie ein. Ja? So sieht's nämlich aus. Gut, das packen wir, haben wir auch noch aus Stein gebaut. Und die beiden mache ich auch noch aus Stein. Das soll halt hier auch was halten, ne? So, die Hunde, die brauchen gar keine Angst haben. Also, das passt schon hier mit dem Gewitter und so, ne? Okay, hier machen wir mal eine Lampe hin. Da eine Lampsche, so da eine Lampsche. Drei Stück in der Mitte muss reichen. Und hier mache ich dann aber auch nochmal quasi hier so ein bisschen so einen Raumtrenner rein, ne? Okay. Hier machen wir dann auch nochmal einen zwei breiten Weg eben durch. So, damit man hier auch lang kann. Und ich mach mal den scheiß Regen aus. Das geht mir was auf den Sack. Das ist so ein Unsinnregen, ne? Wer braucht denn bitte Regen? Mann. Okay, ich muss jetzt erstmal hier das, die Gravel Road einfügen, ne? So. Damit ich mich hier auch schön entspannt bewegen kann auf einer mondänen Gravel Road, ne? Da ist man auch schneller unterwegs drauf. So, ich mach erstmal einen Weg bis hier. Weil hier kommt ja quasi irgendwo, die Kaserne oder die Garnison hin oder wie immer man es nennen mag, ne? Und das wird episch, also das wird richtig geil. Was mache ich denn mal hier hin? Hier könnte ich ja eigentlich, was könnte ich hier? Hier noch irgendein Haus oder sowas? Nee. Also ich gehe jetzt erstmal als nächstes an die Pferdestelle und da gucken wir doch mal. Hallo Bunny, was wollte ich denn? Genau, Pferdestelle brauche ich noch. Was gibt's denn so? Spawn, was gibt's denn noch so für komische Viecher? Enderman, Gas, Slime, Zombie, Spider, Skeleton, Creeper, Silverfish, Blaze, Bad Witch, Glob? Was ist denn der Glob? Weiß ich nicht, was der Glob ist. Phantom ist, glaube ich, nicht gut. Bird, Pixie, Bunny, Snake, Turtle, Bird, Maus. Eine Maus, oh, guck mal, eine Big Cat. So ein paar Bengalo-Tiger wären da auch geil, oder? Oder Kampfbären. Das brauchen wir alles hier. Weißt, wisst ihr, ich mache gar keinen scheiß, Dingens hier, keinen scheiß, Zoo, ne? Ich mache einfach hier eine super krass ausgerüstete Militäreinheit, die mit Bären kämpfen und so und Minendelfine haben, ja? Also auf dem Level sind die. Das geht richtig ab, pass mal auf, ey. So, das machen wir mal. Hier muss aber noch der Weg hin. Das mauern wir mal hier ab. So. Und dann beginnen wir hier direkt eine Mauer. So. Zack. Die geht dann ausnahmsweise mal hier drauf. Oder? Geht die da drauf? Ne, die geht nicht hier drauf. Weil ich werde hier zwei Gehege draus machen. Nämlich einmal für die großen Katzen. Und einmal für die Bären. Aber mache ich die wirklich hier? Ja, eigentlich schon, ne? Eigentlich ist das doch hier ein ganz guter Platz dafür. Da kann man die direkt hier nebenan rauslassen, wenn hier Kasala ist, ne? So. Ach Quatsch, was mache ich denn? Die müssen doch gar nicht so hoch. Reicht doch, wenn ich da drüber einen Zaun mache. Dann kann man die nämlich auch sehen, die Tiger. Hier von allen Seiten. Und das fände ich natürlich noch ein bisschen töfter, so, ne? Okay, wie machen wir es denn? Machen wir hier in der Mitte so eine Treppe rein, wo man dann in den Käfig reingeht? Oder... Wäre schon nicht das Schlechteste, ne? Das mauern wir mal ab, weil hier kommt dann quasi so eine kleine Höhle für die Löwen rein. Ne? In der Höhle des Löwen, damit die auch irgendwo drin rumgammeln können. Genauso wie die Bären, die brauchen eigentlich auch sowas. Die kriegen so einen Bau gleich hier unten, wo die dann immer rein verschwinden können. Gut, was brauche ich denn? Ich brauche als nächstes erstmal, ich mache das wieder hier draus. So. Und diesmal setze ich zum Glück die richtigen Sachen und nicht immer die falschen. Machen wir das hier draus oder aus diesen Dingern. Ich glaube auch aus diesen Teilen hier. Wie sieht das denn aus, wenn ich die jetzt hier gegen austausche? Ich finde das ja irgendwie, so sieht das besser aus. Also ich tausche zumindest hier die vorderen, die beiden Blenden aus. Und genauso wie diese Dinger hier. Dann fügt sich das so ein bisschen mehr ein. Mit dem Holz kann ja ruhig da drunter bleiben, die Konstruktion. Das sieht eigentlich ganz, ganz schnieke aus, finde ich. So, und hier ziehe ich dann auch direkt den Weg drüber, das Dach drüber, so, dass das so mit dem Gebäude auch abschließt hier, ne? Und hier mache ich dann auch nochmal so eine Säule hin und hier genauso. Dann sind die Eingänge wieder schön eingefasst und das machen wir mal noch zu hier. So, das sieht doch wohl schon mal geil aus, oder? Also ich finde das geil hier, das Ding. Okay, dann können wir ja mal weitermachen hier mit dem, aber da mache ich dann auch einen höher, diese Säulen drauf. Zack.
4 hoch. Ey, was war das für ein Geräusch, hä? Was war das? Da will ich nicht. Ich hoffe, das war irgendwie nicht ein böses Vieh hier, was hier alles kaputt macht nachher. Aber bisher ist ja eigentlich peaceful, da kann ja eigentlich kaum was passieren, nicht? So, das mache ich. Warum mache ich das schon wieder von Hand? Ich habe doch hier den Builderswand. Zack. Und ich baue mir da aber gleich Stahltüren rein, wo ich dann reingehen kann zu dem. So. Die haben alles am Start. Für jeden Spezialauftrag haben die was am Start. Ja, und du solltest dich vielleicht verpissen, du kleiner Waschbär. Ne? Vielleicht die, so Guerilla-Waschbären könnte ich ja ausbilden. Ne? So eine kleine Elite-Truppe aus Guerilla-Waschbären. Okay, das hätten wir zu. Ich mache das mal so hier, dass sie zwar eine Höhle haben, aber auch tagsüber noch raus können. Und dafür mache ich mal nicht hier draus, sondern auch hier draus wieder so ein kleines Vordach. So, was dann einmal komplett hier rüber geht. Also auch für die Bären. Und jetzt habe ich hier noch eine Schicht drauf getan, die ich gar nicht haben wollte. Auch schön. Mann, 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 Mann. So. Das hätten wir doch. Das geht aber auf jeden Fall bis hier rüber. Und warum verbindet sich das denn jetzt nicht? Muss ich das halt so machen, ne? Okay, das hätte sich verbunden. Dann können die da hinten Unterschlupf finden, wenn es regnet. Aber ich glaube, ich werde das doch lieber so machen. Und hier außen dann dieses Stück noch Mauer bauen. So, Mauer und hier zwischen auch, weil sonst behaken sich ja die Bären und die Big Cats die ganze Zeit. So hießen sie. Gut, Electric Fence, den hätte ich gerne noch. Mal gucken, ob ich den noch so oben drauf machen kann. Das wäre natürlich übelst geil. Ja, dann können die auf jeden Fall sich schon mal nicht gegenseitig behaken. Und auch eigentlich an den Seiten, wo sie vielleicht raus können, auch nicht unbedingt raus. So, dann brauche ich hier noch einen. Ist ja deutlich sichtbar auch für die anderen, dass hier extra oben ein Electric Fence drauf ist. Okay. Ach, guck mal hier, kann ich hier auch noch hinmachen, dann kommen die auf keinen Fall hier raus. So. Okay, da muss ich nur austauschen. Erstmal wieder durchschlafen, bis auf morgen. Okay, und dann mache ich das mal so. Ich mache jetzt hier quasi eine Tür rein. Das muss zu. Iron Door. Iron Door. Ach nee, das ist natürlich keine Iron Door. Was nehme ich denn da? Ja gut, Iron gibt es zu viel. Dann nehme ich halt einfach nur eine Door. So, wo haben wir sie denn? Da haben wir sie doch. Zack, hier eine Tür rein. Hier kommt dann auch ein... Boah, muss ich kurz aufstoßen. Auch eine rein. So, zack, 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 zack. Iron Door rein und dann brauchen wir natürlich noch ein Lever, ne? Lever. So, wenn hier einer witzig sein will von den Besuchern, der kann ja mal am Hebel ziehen, ne? Okay, das hätten wir hier drin, dann kann ich ja jetzt hier die Big Cats... Oh Gott. Super viele Kampflöwen, die sind auch direkt voll angepisst. Ich wollte aber keine Panda-Kampfbären, also das war jetzt nicht so... Nee, Panda-Bären sind scheiße. Also, und jetzt nicht in echt, aber so als Kampfbären, da sehe ich die einfach nicht, wisst ihr? Die sind halt zu flausch. Obwohl, vielleicht hat der Gegner da so Angst. Also so Mitleid, der dann einfach nicht kann. Oh Gott, die sind ja... Wie geht ihr denn ab? Ihr seid ja wohl verrückt. Boah. Mann, 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 Mann. So, was könnte ich mir hier denn noch halten? Ich habe doch hier gerade noch so ein paar Spawner durchgesehen, nicht? Big Cat D. Boah, wie viel sind denn hier noch? Boa, Horseman, Wild Horse, Flame Breath, Fox, Werewolf, Shark, Dolphin, Fishy, Kitty, Bee, Kampfstrauße, wo wir drauf reiten. Kampfkrokodile, Scorpion, Hell Rat. Okay. Firefly, Cricket, Snail, Big Golem. Könnte man auch nochmal gucken, ob man die noch. Ach, guck mal hier, ein Komodo Dragon. Die finde ich ja auch geil, ne? Wyvern, aber ich glaube, das ist eine ziemlich große. Mini-Golem. Was haben wir hier noch so? Smallfish, Ant, Mole, Bliss, Blitz, Basalts, Snow-Golem und Iron-Golem. Ja, da haben wir ja noch ein paar vor uns, die wir mal hier irgendwie... Oh, ach, geht nicht. Okay, Komodo-Warane gehen, aber die sind mir zu klein.
Die muss ich mir mal woanders halten. Ah, guck mal hier, die Iron Golems. Die können ja eigentlich hier mal Wache vor meiner Stadt halten, ne? Und hier oben drauf. Die dürfen hier schon mal so ein bisschen rumlaufen. Okay, was haben wir denn noch hier? Mini-Golem, kann man nicht spawnen. Wolfon. Oh ja, die sind natürlich nice. Muss ich erstmal kaputt schlagen. Oh nein. Jetzt fliegt er so weit weg. So schnell fliegt er weg. Wie ist der denn drauf? Okay, tot. Dann brauche ich eine große Wolfon-Voyere, ne? Also die baue ich, glaube ich, mal hier. Jetzt darf ich mir nicht die falschen Sachen widersetzen. Und ich mache die mal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Nee. So muss reichen. Dann machen wir den dafür ein bisschen breiter einfach. So. Hier kommt dann die Wolfon-Voyere rein. Dazu brauche ich aber erstmal hier die schönen Baumaterialien, die ich ja vorher auch hatte. Und was ist jetzt hier los? Mein Bild steht. So eine verfickte Scheiße. Und jetzt ist... Hat sich Minecraft beendet? Ja, Minecraft hat sich beendet. Deshalb, Leute, tut mir leid. Ne? Ich verabschiede mich. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ciao.